Wir alle wissen ja, dass 2020 nicht so das beste Jahr aller Zeiten war. Ja, wir hatten Corona, Leute, wir hatten viele Waldbrände, wir hatten eigentlich alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Ich meine, es wurden Aliens bestätigt, also haben nicht mal viele mitbekommen. Deswegen schauen wir uns heute mal angebliche optische Illusionen an, die sich das ganze Jahr vergessen lassen, Leute. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wir testen heute mal zusammen aus und lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt. Bei 6000 Likes machen wir anscheinend noch mal so ein Part und dann kann man anscheinend auch sein Alter oder so vergessen. Okay, Freunde, jetzt wird auch gar nicht mehr irgendwie das Video geschnitten oder so, sondern wir gehen jetzt direkt alle zusammen rein. Ich bin mal gespannt und alter Schwede, ist das für mich verwirrend. Ihr müsst genau in die Mitte gucken, Leute. Guckt genau in die Mitte und alter, meine Augen. Ey, meine Augen. Okay, wir müssen genau in die Mitte gucken, Leute. Alter, jetzt übernimmt das ja richtig die Überhand, Freunde. Das übernimmt ja gerade richtig die Überhand. Ey, der Kreis ist gar nicht mehr richtig in der Mitte, der ist mal oben und mal unten. Oh mein Gott, ich kriege jetzt schon richtig Kopfschmerzen. Ey, was ist passiert hier, Leute? Was passiert hier? Was passiert hier? Und jetzt weggucken. Hey. Yo. Alter. Irgendwie ist das verwirrend. Das war auf jeden Fall gerade schon ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Aber es war ja nur das Aufwärmen, Freunde. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier in dieses Auge rein, ne? Und das wird jetzt quasi losgehen. Und da werden immer so Buchstaben sein. Und die soll man immer letzt laut sagen. Okay, pass auf, wir gucken genau in die Mitte. O, N, T, L. Oh, ist das eine 1? I, V. Oh mein Gott. E, Alter, was passiert hier? I, oh mein Gott, was passiert hier? N, wo ist das Auge hin? A, W. Oh, okay. R, es wird auf jeden Fall gerade echt heftig, Freunde. Wieder eine 1 oder L. D, O. Alter, meine Augen. Alter, was passiert hier? F, R. Ich kann es gleich gar nicht mehr lesen. E, A, L, I, glaube ich. I, T. Jo, guck genau in die Mitte, Freunde. Y, B. B für Brox. Und U, T, I. Oh mein Gott. N, Alter. Leute, guck genau in die Mitte, ne? W. Oh, ihr müsst es auch auf jeden Fall auch alle laut sagen, ne? Ihr müsst es alle laut sagen. Okay, jetzt L, D, ich bin gleich gespannt, O. Leute, ich bin gleich so gespannt, ne? F, P, O, E, R, C, E. Ey, meine Augen! Meine Augen einfach. Ich kann es gerade gar nicht mehr erkennen, Leute. Ich kann nicht mehr erkennen, was da steht. Ich kann echt nicht mehr erkennen, was da steht. Ich habe gerade echt keinen Plan. Hey! Oh mein Gott, das ist ja nochmal viel heftiger, Alter. Ey. Yo, du müsst unbedingt danach an die Wand gucken oder so. Und Alter, guckt nicht auf eure Hand. Guckt nicht auf eure Hand. Welches Jahr haben wir? 2020. Das habe ich bisher so nicht vergessen. Keine Sorge. Aber ich weiß auf jeden Fall noch alles, was dieses Jahr passiert ist. Beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr. Es ist so viel passiert. Kommen wir jetzt hier auch zur nächsten Sache. Wir sollen anscheinend genau auf dieses Kreuz gucken, Leute. Also guckt genau auf dieses Kreuz und... Ey, was? Was? Wenn ihr lange genug auf das Kreuz guckt, verschwinden einfach die rosanen Punkte. Nein, das ist doch, warte mal, das ist doch gerade Fake, Freunde. Guckt genau auf dieses rote Kreuz. Also anscheinend, guckt genau hinten, die verschwinden. Aber wenn ich hochgucke, sind die wieder da. Guck mal, jetzt sind die bei mir komplett weg, wenn ich aufs Kreuz gucke. Aber wenn ich meinen Kopf ein bisschen bewege, dann sind die wieder da, Leute. Habt ihr das gerade auch so? Guck mal, wir gucken auf das Kreuz. Und das Rosane ist wieder weg. Und jetzt gucke ich nach oben, ist es wieder da. WTF, Leute, ohne Spaß, ne, diese optische Illusion. Die sind auf jeden Fall echt verrückt, Alter. Okay, wir sollen jetzt 3 Sekunden auf die Nase von der Frau gucken. Also beziehungsweise auf den roten Punkt von der Frau. Und danach sollen wir auf das Weiße daneben gucken, Leute. Dann werde ich mich auf jeden Fall auch noch gleich woanders hinpacken, dass ihr noch das Weiße danach habt. Ich werde einfach das Weiße nach links verschieben. Oder beziehungsweise mein Kater Kaspar, korrekt, Bruder. So, und jetzt... Gucken wir auf den roten Punkt, Leute. Die ganze Zeit auf die Nase gucken. Nicht ein einziges Mal weggucken. Guckt mich nicht an, guckt den roten Punkt an, Leute. Unbedingt. Guckt da die ganze Zeit hin. Probiert am besten auch nicht zu blinzeln. Und einfach richtig heftig drauf gucken. Ich weiß auch gerade nicht, wie viele Sekunden wir noch haben. Aber es wird auf jeden Fall vielleicht gesagt. Einfach auf den roten Punkt gucken. Nichts anderes machen. Mich nicht angucken. Auch wenn ich Grimassen gerade mache. Guckt nicht mich an. Okay, und jetzt auf das Weiße. Jetzt auf das Weiße gucken. Wow, wow, da ist voll die schöne Frau. Warte mal. Ey, habt ihr jetzt gerade auch gesehen? Da war gerade voll die schöne Frau. Jetzt ist sie einfach weg. Aber habt ihr was Schönes gesehen, Leute? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sollen jetzt hier anscheinend die ganze Zeit auf diesen roten Punkt in der Mitte gucken, Leute. Und irgendwie verwirrt mich das komplett. Er wird grün und
Warte mal. Hä? LOL! Die gelben Punkte sind auf einmal unter den Kreuzen! Hä? Wie geht das? Die verschwinden! Bei mir sind die gelben Punkte weg und wieder da. Ey, die gelben Punkte sind einfach weg. Die gelben Punkte sind weg und die letzten Sekunden und vorbei, Leute, vorbei. Was? Ey, die gelben, wenn man wirklich die ganze Zeit in die Mitte guckt, sind die gelben Punkte einfach weg. Ich meine, ihr seht es ja gerade, ne? Wenn man wirklich, sich wirklich konzentriert, dann seht ihr, dass die gelben Punkte einfach so verschwinden. Okay, wir haben jetzt 40 Sekunden Zeit, um zu erraten, wie viele Menschen wir hier auf diesem Bild sehen. Also wir haben jetzt hier einmal ganz kurz einen alten Mann. Der ist hier, Leute. Okay, ein alter Mann ist hier. Dann eine alte Frau, die ist auch hier. Kann man auch sehr leicht erkennen. Hier haben wir eine alte Frau, die guckt nach oben, Leute. Und dann haben wir noch, hier einen alten Mann oder so, oder alte Frau. Hier auch noch ein alter Mann. Hier ist auch noch ein alter Mann. Hier ist das Auge, da die Nase. Hier auch noch eine alte Frau. Und da auch noch. Hier auch noch, Leute. Die gucken nach unten. Und hier sind auch noch zwei alte Männer. Hier ein alter Mann mit Bart. Hier noch ein alter Mann mit Brille. Hier ist auch noch ein alter Mann. Der hat so gefühlt so eine Hand da drauf oder so. Aber ich glaube, das haben wir alle entdeckt, oder? Ich habe leider nicht mitgezählt. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9? Ich glaube 9. Ich glaube, das waren 9, oder? Mal gucken, wir werden jetzt auf. Es wird jetzt aufgelöst, Freunde. Wir werden jetzt gleich sehen, wie viele Personen es waren. Und ich glaube, ich habe einen übersehen, oder? Ich glaube, ich habe einen übersehen. Ja, moin. Er hat nicht mal verraten, welche Personen es überall waren. Na super. Wir werden es leider nie erfahren, aber ihr könnt es aber gerne in die Kommentare schreiben. Oder einfach probieren, alle da wirklich zu finden. Also, wir sollen jetzt hier auf den roten Punkt gucken von den ganzen Jungs hier. Keine Ahnung, was es bringen soll. Aber wir machen das jetzt quasi alle, Freunde. Guckt jetzt richtig lange auf den roten Punkt für 30 Sekunden. Und danach wieder auf das Weiße und... Bloß nicht mich angucken. Guckt wirklich nur auf den roten Punkt, Leute. Komplett. Richtig mit Augen auf. Mit Augen auf. Auf den roten... Ah, da, nee, dann brennt das. Und probiert nicht zu blinzeln. Und guckt mich ja nicht an. Guckt mich nicht an. Auf den roten Punkt, Leute. Es ist gleich geschafft. Es ist gleich geschafft. Es ist gleich geschafft. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, nicht mal lange. Okay, jetzt rechts aufgucken. Auf das Weiße. Ich sehe welche. Der sah gerade aus. Der sah aus wie Dingens. Wie Vincent Weiß. Jetzt sehe ich keinen mehr. Ich schwöre es euch, das sah gerade eben aus, als hätte ich gerade Vincent Weiß gesehen, Leute. Ich weiß auch nicht warum, aber das macht echt zu viel Spaß. Jetzt, worauf ihr alle gewartet habt, Leute. Wir werden jetzt probieren, dieses Jahr komplett zu vergessen. Wir müssen jetzt nämlich hier einfach eine Minute lang auf dieses Ding hier raufgucken. Und jetzt fängt es sich auch noch an zu drehen. Das heißt, guckt wirklich tief in den schwarzen Punkt drauf. Ich werde jetzt keinen Cut mehr setzen. Wir werden jetzt gucken, ob wir dieses Jahr komplett vergessen können. Und es verwirrt mich jetzt schon voll. Es verwirrt mich übertrieben, Leute. Ich sag's euch, ich werde danach so Kopfschmerzen haben. Aber besser Kopfschmerzen als 2020 mit Bonuslevel durchzuspielen. Oh, stellt euch mal vor, einfach, Leute, dass so am 31. Dezember um 23.59 Uhr auf einmal geht die Uhr so auf 0 Uhr. Nee, auf einmal geht die Uhr so auf 24.01 Uhr. Und dann auf einmal kommt so Undertaker-Musik. Ich darf nicht weggucken, ne? Ihr auch nicht. Und dann... ist auf einmal Verlängerung von 2020. Dann geht es richtig ab, Leute. Dann geht es richtig in die Verlängerung. Und dann Sudden Death. Ich sag's euch. Okay, wir haben Hälfte. Nee, wir haben nicht Hälfte. Wir nur noch 10 Sekunden. Leute, nur noch 10 Sekunden. Und irgendwie fängt alles an, so pixelmäßig auszusehen, oder? Bei euch auch? Und jetzt? Oh, meine Augen, Alter. Meine Augen. Ey. Fertig? Wir sind fertig. Oh! Oh! Ey! Juhu! Alles dreht sich. Alles dreht sich. Alles dreht sich. Alles dreht sich. Okay, das ist schon echt verrückt, muss ich sagen, Leute. Das ist auf jeden Fall schon echt verrückt. Die haben das Jahr 2020, weiß ich noch. Und ich weiß, es gibt Corona. Ja. Super, habe ich ja viel vergessen. Aber vielleicht habt ihr irgendwas Schlimmes vergessen können, Leute. Oder vielleicht habt ihr einfach das Video gemocht oder so. Optische Täuschung, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und checkt auf jeden Fall eins von meinen Videos hier aus. Einfach draufklicken. Und das geheime Wort für heute ist einfach mal Pommes. Schreibt irgendwie einen coolen Satz mit Pommes in die Kommentare. Und dann werdet ihr einfach alle verwirren können. Haut rein, ciao, ciao.